Wir sitzen im LKW, alles ist aufgeladen. Wir sind bereit loszulegen mit Bausimulator 2015. Ein Willkommen zurück und danke fürs Zuschauen. Wir sind auf dem Weg zu unserem neuen Firmengelände. Wir haben alles aufgeladen in der letzten Folge und machen uns jetzt mit Anhänger und Bagger auf den Weg zum neuen Firmengelände, wobei ich festgestellt habe, dass wir noch gar keinen Sprungpunkt dahin haben. Sonst hätte ich das tatsächlich gemacht. Mit dem letzten Auto werde ich das auch machen. Wir müssen uns hier erstmal, fällt mir gerade ein, hier ist das Sägewerk. Was steht da denn? Gabelstapler, ach so. Kleiner hier. Kleiner Pritschenwagen. Wir sind falsch gefahren, wie ich gerade feststelle. Allerdings kann man doch auch hier rumfahren, oder? Mal gucken. Nein, wir nehmen den Weg durch den Laggy-Tunnel. Es steuert sich schon anders, muss ich sagen, mit Anhänger. Das Fahrzeug ist auch gesichert. Oh, wir dürfen nicht die Frau, die aussieht wie unsere Maklerin, umfahren. Ja, ich bin gespannt, was man dann machen kann. Es ist jetzt so, dass wir monatliche Miete zahlen müssen. Für Fahrzeuge, für alles eigentlich. Was ist denn jetzt passiert? Ich kann maximal 50 fahren. Warum? Ich bin doch eben schneller gefahren, oder? Vielleicht, weil ich an der Leitplanke, Entschuldigung, kratze. Ich war das nicht. Das war schon so. Sag mal, hängt mir ein Auto hinten dran, oder was? Ja, wenn wir alles hingefahren haben, dann, haben wir vielleicht die Möglichkeit, neue Aufträge zu machen. Wäre aus meiner Sicht auch echt mal notwendig. Und ich muss gestehen, dauerhaft Gartenarbeiten machen ist nicht unbedingt das, was ich mir unter einem abwechslungsreichen Ablauf dann vorstelle. Wir überholen kurz elegant durch ein Schild. Es ist ganz schön anstrengend. Ich kann gleich wieder den Anhänger rückwärts einparken. Das dauert dann den Rest der Folge, glaube ich. Ja, jetzt wo Skysaga Alpha zu Ende ist, muss ich mir was anderes überlegen. Ich denke nach über... Also ich will nicht zwei Simulatoren oder sowas gleichzeitig spielen. Wobei ich auch drüber nachgedacht habe, doch nochmal wieder einen Feuerwehrsimulator Revival zu machen. Von dem 212er. Achso. Ja, ich sollte auch einfach mal nicht aufhören zu reden mitten im Satz. Ich hatte mir überlegt, vielleicht entweder Sid Meier's Starships oder City Skylines. Weil City Skylines soll ziemlich gut sein. Das ist ja so ein SimCity-Klon. Ist also im Grunde auch ein bisschen was mit Simulation, Städtesimulation. Und Starships ist dann eben, ja, so die Weltraumkomponente von, hieß es Sid Meier's Beyond Earth oder so. Also der Civilization-Hersteller, Creator, der hier mal was anderes in Anführungsstrichen probiert hat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auch wenn ich es eigentlich jetzt schon wissen müsste, weil mir dann doch langsam die Skysaga-Folgen ausgehen. Ein paar habe ich noch, für ein paar Tage reicht es noch. Aber ich muss ja immer im Vorfeld aufnehmen, damit ich ja nebenbei noch arbeiten kann.
Was sind das eigentlich? Das könnte ein Opel sein, oder? Also der rechts. Ich glaube, es ist ein Opel. Wollen wir abbiegen, dann nutzen wir mal den Standstreifen. Hier ist nochmal der Opel. Das könnte, weiß ich nicht, das kann ein VW sein. Das könnte ein Audi oder ein VW sein. Nee, ein Audi glaube ich eher. Ich bin falsch gefahren vor lauter Auto gucken. Und jetzt bin ich auch noch falsch in eine Straße reingefahren. Ich schaffe keinen Weg, ohne dass ich mich komplett gegen jegliche Verkehrsregeln sträube. Aber wir sind gleich da auf dem neuen Firmengelände der Thorguests Incorporated. Dann müssen wir den Anhänger noch einparken und... Oh. Wenn man schnell genug rückwärts drückt, dann nimmt er scheinbar den Schwung vom Vorwärtsgang in den rückwärts, in den Rückwärtsgang über. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wieso hört jetzt hier mein Wegpunkt auf, obwohl ich noch am Hafen vorbei muss? Muss ich überhaupt am Hafen vorbei? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn mein Gelände? Ah, ich... Mist, ich hätte da abbiegen müssen. Na gut, dann müssen wir jetzt mal hier drehen. Mitten auf der Kreuzung. Ach, hier hätte ich auch drauf gekonnt. Miep. Keine Schimpfworte. Keine Schimpfworte. Ach, wir kommen da noch zurecht. Wir schaffen das noch. Es dauert ja ewig, die Sachen hierher zu fahren. Ja, ist grün. Da steht auch unser kleiner Pritschenwagen. Wieso haben wir nicht entdeckt, so, ey, Firmengelände Dorf. Stadt. Wahrscheinlich, weil wir erst... Also das muss ich jetzt aber... Oh Gott. Nee, das machen wir einfacher. Hä? Oh Menno, was klemmt denn da? Genau da will ich ihn hinhaben. Genau da. Und zwar im Kreis will ich ihn. Ach, leck mich doch. Ich glaube, die Schaufel, die spinnt. Ach, hier geht er so noch runter. Nee, wir müssen das anders machen. So. Herrje. Das ist ja ganz schön viel hier. Was soll ich denn mit dem ganzen Kram? So viele Autos habe ich auch gar nicht. Oh Mann, ich bin zu blöd heute, oder was? So. Wir fahren einfach im Kreis. Das Blöde ist... Oh, jetzt hakt das Ding oder was? Na, ist ja super. Was soll denn das? Wie soll man denn hier einparken können? Ach Gott, ey. Ich sag ja. Hier, der wird aber nicht. Warum wird denn der nicht gerade? Ich glaube, dass. Hier. Also ein Scheiß. So. Ladung lösen. So ja nun nicht. Ich glaube einfach, dass die Schaufel da dran bammelte. Der Löffel.
Fahren wir mit super Lichtgeschwindigkeit rückwärts. Kleiner Bagger ist da. Bam! Besuche alle Orte, die auf der Karte vermerkt sind. Weltenbummler. Haben wir gemacht. Das ist blöd, jetzt habe ich genau den... Naja. Nein. So. Jetzt muss ich... Ich muss mit dem Lenken. Ich muss hinterher lenken. Na, da kommst du schon besser hin. Das geht besser jetzt. So. Wieder für gemacht. Jetzt machen wir hier noch die Stütze runter. Ach, Quatsch. Abhaken. Das können wir abhaken. So, den können wir besser rückwärts fahren. Hä, wieso werden wir jetzt vorwärts? So, was fehlt noch? Der kleine Pritschenwagen. Na gut, den haben wir nicht so weit weg. Und dann holen wir noch den... den Grünen. Der Grüne muss auch noch. Und dann haben wir auch wieder eine ganze Folge mit dem Umzug verbraten. Kann ich diese Autos da auch fahren? Schön wär's. So. Oh, dann ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Aber der ist doch da. Mann. Absetzkipper. Irgendwas stimmt hier nicht. Hafenstadt. So. Jetzt haben wir uns zum Hafen gebeamt, weil das der nächste Punkt ist, weil wir unser doofes Gebäude hier nicht kriegen. Das ist doch aber nicht richtig hier. Naja, aber da können wir zumindest reinfahren. Ich muss da rein. Platz da. Vielleicht hier, wo dieses Ding ist. Hier mal langfahren oder so. Nee. Ja, ich habe das Problem, dass mein kleiner Kipper nicht zählt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ihn auf das Gelände gefahren habe, bevor ich es gekauft habe. Kann das sein? Kann das sein? Versuchen wir es doch nochmal. Wir fahren mal eine Runde über die Straße. Und zwar hier hinten raus und da vorne wieder rein. Ich glaube, es war rot. Was ist denn das da? So ein Altpapier-Dings. Na endlich! Aber wir haben halt immer den Dingspunkt noch nicht gekriegt. Ich parke den jetzt vorwärts ein. Geht auch gleich viel besser. So, das heißt, wir sprechen jetzt nochmal mit Hans-Peter. Das heißt immer noch Schlons. Ich heiße nicht Schlons. So, die Fahrzeuge sind umgezogen. Jetzt beginnt unser neues Kapitel der Filmgeschichte. Wie machen wir jetzt am besten weiter? Am besten schaust du mal in die Filmbürgeraufträge und suchst dir den lukrativsten aus. Mache ich. Ah,
neues Firmengelände freigeschaltet. Firmengelände Stadt. Du hast ein neues Firmengelände bezogen. Hier hast du nun eine Menge Platz, um mit deiner Firma zu expandieren. Aber sei vorsichtig. Ab sofort verursachen deine Fahrzeuge, dein Personal und auch dein Firmengelände monatliche Kosten. Kontrolliere deine Ausgaben regelmäßig in der Finanzaussicht, Übersicht. Wir haben nichts eingenommen, aber an Erfahrung gewonnen. Und wenn wir jetzt einmal in den Dings Firma gucken, dann sehen wir, wir haben laufende Ausgaben von minus 26.300 Euro. Einmalige Einnahmen haben wir schon 324.000 gehabt und 125.000 ausgegeben für Autos und irgendwas. Das heißt, jetzt kosten die Gabelstapler auch was, oder was? Oder wie? Oder was? Tatsächlich. Dann werden wir den Gabelstapler am Sägewerk, welcher auch immer das ist, mal... Nee, zurücksetzen will ich es nicht. Ja. So. Wobei, den anderen brauchen wir dann eigentlich ja auch nicht mehr. Wir bräuchten ja dann hier eher einen. Wie viele Gabelstapler habe ich denn? Warum muss denn der das immer zumachen? So, Gabelstapler sind alle da, die einmaligen Kosten sind nicht, naja gut, die haben nichts gekostet. Dominik kostet Geld, aber ansonsten nicht. So, das passt ganz gut. Wir werden uns wiedersehen in einer neuen Folge vom Bausimulator. Ab jetzt dann mit der großen Firma. Ich wünsche euch was. Tschüss.